Grüezi oder Lidlio, die Affen sind los. Alles klar, Gons? Ich bin Björn, du weißt schon, Bennys Bruder. Mein Sessel läuft das Futsch und mein Schraubenschlüssel habe ich dummerweise jemand geliehen. So ein Ärger. Und das Ärger. Hey, da ist mein Schlüssel. Gib's mir zurück. Schöner Lösreicher. Er gehört sowieso dir. Ich habe ihn gefunden. Er gehört sowieso dir. Tausend Dank, Gons. Von nun an kannst du immer meinen Sessel fahren. Ich weiß nicht, was das für ein Akzent sein soll. Das sollte ein bisschen ins Österreichische gehen, aber ich bin da nicht so richtig bekannt drin. Hätte natürlich so richtig stark wiedern können. Na, Schleiti! Du kommst ja nicht rein! Und wir haben hier den Gipfelkitzel. In dem sich ein weiterer Bananenvogel versteckt. Ja. Oh fuck, BA. Jetzt geht's wieder los. Auf Anhieb richtig. Gott sei Dank verinnerlicht, dass das Kreuz mit dem Kreuz auf dem Controller übereinstimmt und nicht mit den Farben. Sondern einfach nur mit der Anordnung der Knöpfe. Hep. Jetzt muss ich wirklich warten, bis da uns ein Sessellift mitnimmt. Kann man gar nicht vorher triggern. Und nach dieser spitzigen Angelegenheit an dem Seil begeben wir uns ins kühle Nass zur Flutlichtfische. Ich hab mal Stoß da, hey. Diese Fische anpieksen, damit's hell wird, okay. Check ich. Muss ja aktiv anpieksen, da reagiert er nicht. Oder sonst ja eigentlich automatisch piekst. Bei dem Fisch ist nicht. Okay. An lang, glaube ich, lange nicht mehr auf 10 nehmen, oder? Was ist eigentlich aus dem großartigen Aquatikambiente geworden? Aus Donkey Country. Das Unterwasser-Team ist so geil. Ist das hier mal, ehrlich gesagt, ein bisschen zu bedrohlich? Fast depressiv, könnte man sagen. Auch wirklich Arschluster, verdammt, danke. Nur roter Fisch. Hier. Ne, hier aber noch nicht. Ah, ist wieder Licht. So viel Zeit muss sein. X. Wahaha. Echt. Thank you.
Hier ist es, glaube ich. Ach, als ob. Der Trigger hat nicht wahr. Da haben wir übrigens was. Leute, ich sterbe! Wenn ihr keine Feinde sind, soll mir egal sein. Dann geht das. Ich hätte gerne ein DK. Was hat mir. Oh, wir haben noch gar keinen Checkpoint gehabt, oder? Belastend. Ich glaube, ich war uns hier mal oben. Nur mal so, als ob man irgendwie Bonus kriegt für viele besiegte Fische, ne? Gibt's ja gar nicht. Und ich hab das Gefühl, je mehr ich erledige, umso weniger Gefahrenquellen gibt es. Hier denke ich mal nichts. Da war ein O. Und hier dieses schöne zickzackförmige. Nee. Na, das Fass können wir ignorieren. Das haben wir ja. So, hier noch links. Achso, ne, wir kommen rechts raus. War rechts oder was? War Buchstabe rechts? Hat man schon N? Och, so kurz im Checkpoint, wie traurig. Na, was soll ich mal bei dem? Was denn? Sehr gut. Tatsächlich, hallo? Hier weiter anscheinend. Voll. Eine pummelige Wand bei Bärenmünze. Nix. Was beschützt du? Rechts vom G. Ich sehe kein G. Kommen die mir jetzt entgegen oder nicht?
Wer ist G? Oh, war knapp. Da ist G. Hier von rechts gehen zwei hoch und runter. Ah, gut. Dann sehen wir es ja sogar. Nebenbei relativ wenig geheime Wände oder so, geheime Durchgänge, die ja in 2 und 1 noch vermehrt zum Einsatz kamen. Naja, komm, nach den ganzen, nach der Tortur im letzten Level halten wir hier erstmal ein bisschen entspannter. Mal hier noch durch den Muscheldschungel. Haben wir geschafft. Die Karmelze müsste jetzt irgendwann hier kommen. Bitte lass es zu lassen. Ja. Gut. Und so. Haben wir auch geschafft. Wieder mal stelle ich fest, dass mir die Endverfahren ein bisschen zu traurig ist. Ich meine, im zweiten war es halt sehr übertrieben mit der Musikanlage immer auf E-Gitarre oder. Die hatte den Ghetto Blaster und Dixie hatte die E-Gitarre. Genau, die war mal. Nix mehr. Höhlenhumbug. Ziemlich tierisches Level, so wie es anhört. Ein grüner Squacks, der wieder Eier oder Steine. Eigentlich sind es Eier, ne? Ich glaube, im ersten Mal zur Kokosnüsse. Im zweiten auch, weiß ich nicht. Wer schmeißt denn da fiese Bomben? Fassmann. Kann ich ihn zerstören oder treffe ich ihn nicht? Ne, ist der uninspiriert schon. So unbeeindruckt Mensch. Welcherweise, so, da haben wir wieder unser Schraubi-Bärz. Tierschild, das ist ja gemein. Oh Gott. Alter Kupfersticher. Haben wir eigentlich eine vergrößerte Linkbox dadurch, dass der Waffe drauf sitzt? Wirklich sehr angenehm, dass die Kongs unter Wasser haben können. Ne? Das wäre wirklich eine Sache. Also ich glaube, es gibt auch in einem, zwei Level, oder gab es mal. Beziehungsweise, das war bei 2, war auf jeden Fall mit den Lava-Becken.
Das war halt immer heißer, wo man so ein bisschen ein Zeitfenster hatte, wo man immer auf den netten Seehund drauf hüpfen musste, um das Wasser abzukühlen. Interessant, dass man hier. Ach komm, ey. Seid jetzt weg. Komm zurück. Ach, da ist er. Bleib hier. Oh, oh Gott. Ja, gut. Klassik. Oh, langsam jetzt. Oh Gott, wirklich einer der treuesten Begleiter. Der Begleiter, der in allen drei Donkey Kong Countries vorkommt. Aus irgendeinem Grund haben die ja hier Rambi aussetzen lassen und dafür dann Eddie eingeführt. Aber sogar auch noch einer der wenigen, der aktiv in Donkey Kong 64 vorkommt. Kein Tier verboten Schild. Das heißt, wir müssen Abend einfach zurücklassen hier. Und haben jetzt Ellie. Und damit dann auch gleich die erste das erste Bonuslevel, was ich jetzt machte. Nein! Ellie! Merkst du selber, ne? Wie der. Eigentlich wissen, ob da oben noch versteckt ist. Anscheinend nicht. Doch, das ist auf der anderen Seite. Jetzt geht der hier nicht weg, oder was? Dass der Soundfile da nicht abgespielt wird, weil irgendwie da zu viel gerade los ist. Was gut ist, wenn man auf den Elefanten, also wenn man auf die Tieren aktiv reitet, dass man einfach dadurch eigentlich noch ein drittes Extra-Leben hat, dadurch, dass man erstmal nur das Tier verliert und keinen von den beiden Kongs. Das hat man, wenn man ja in ein Tierfass springt und selber zum Tier wird. Den Bonus leider nicht. Im Wasser. Sobald ihr mit der Ellie der Elefant das nächste Wasserbecken erreicht, so schwimmt dort nach links und springt über das N ins Bonusfass. Ach, über A, guck mal. Das, wenn man die Mechanik verstanden hat, kein Problem. Und du? Ich möchte einen neuen Elefanten haben, bitte. Warum nehmen wir den nicht mit? Hätte ich die mitnehmen müssen. Hä? Nee, können wir gar nicht mitnehmen, ne? Wenn man hier zwingend einen Partnerwurf machen muss, auch wir hätten auch einfach von Ellie, aber auch von Ellie abspringen müssen. So, Sweeter, der letzte im Bunde in diesem Spiel. Okay, so hier müssen wir nach oben vor dem Sweeter Verbotsschild. Thank you.
nicht irgendwie nur Luft. Und ein bisschen RNGs abhängig. So. Aber mit ein bisschen Konzentration eigentlich auch kein Problem. Jetzt was füttert man nicht davon, das ist vorbei. Und hier oben ist die Dekamünze, da braucht man aber auch unbedingt den Partner für. Um überhaupt an das Fass ranzukommen. Ja. Gleich so.